Heute haben wir wieder Sonja hinter der Kamera. Die will nicht ins Internet. Deswegen wird sie mir jetzt ein paar Fragen stellen. So, erst einmal hallo. Und ich habe mir gedacht, wir greifen heute mal ein anderes Thema auf und reden pla und plaudern ein bisschen über Mode. Ines, was gefällt dir modetechnisch eigentlich am besten oder welchen Stil bevorzugst du persönlich? Ich mag schwarz-weiße Sachen, so den bekannten Emo-Stil, aber ich bin, würde mich selbst nicht als Emo bezeichnen, weil das eine Stilrichtung oder eine Jugendrichtung ist, die mir nicht unbedingt gefällt, aber dadurch, dass ich Depressionen habe, wird das vielleicht zu mir passen, aber ich lebe ein ganz anderes Leben, als diese Stilrichtung es beschreiben würde, wenn man das so sagen kann. Wählst du dein tägliches Outfit eigentlich nach deiner Stimmung aus oder einfach was da ist? Wenn die Volkshilfe kommt, wählt mein tägliches Outfit meine Mutter aus. Und wenn ich weggehe, suche ich mir was aus. Aber ich wähle nicht nach Stimmung oder so, sondern was gerade am besten passt und was zu dem Ort passt, wo man hingeht. Du sitzt ja im Rollstuhl. Hast du da bestimmte Anforderungen, wie deine Kleidung sein soll? Es gibt so eine bestimmte Rollstuhlkleidung, aber die ist recht teuer. Also das kann ich mir nicht leisten. Aber da kostet eine Hose mit 2 cm mehr Stoff 200 Euro. Also es ist klar, dass ich mir das nicht leisten kann. Und auch nicht will, weil wegen 2 cm mehr Stoff so viel Geld ausgeben, das lohnt sich nicht. Und meine Kleidung muss halt weiter sein und bequem und ja, das ist eigentlich das Einzige. Das heißt, du findest in so normalen Geschäften wie New Yorker oder so auch ausreichend Auswahl. Naja, ich habe ja über die Jahre durchs Cortison ziemlich viel zugenommen und bei New Yorker finde ich mir eher schwierig was. Aber so in normalen Klamottengeschäften finde ich mir schon immer was. So halt für Für Erwachsene. Erwachsene, für junge Erwachsene. Halt so Cécile und so. Aber mein Modegeschmack hat sich auch verändert. Ich ziehe mehr Farbe an, seit ich älter geworden bin. Ich werde jetzt 30 dieses Jahr und ich habe vorher nur schwarz-weiß getragen oder fast nur schwarz und seit ich so 25, 26 bin oder war, trage ich auch mehr Farbe oder Muster, aber nicht zu viel auf einmal. Das heißt, du bist trotzdem immer sehr auf dein Äußeres bedacht, auch wenn Das du nur schon. zu Hause bist. Das schon. Ich habe bald auch hin und wieder fettige Haare oder so, weil meine Haare sehr schnell fett werden. Und wenn die Volkshilfe mal 2 Tage nicht kommt, dann sehe ich halt auch mal nicht so schön aus. Oder ich bin kein Modepüppchen oder so. Oder das typische Mädchen, das so auf das Äußere bedacht ist. Aber ich schaue schon, dass ich halt was anhabe, was mir passt und was mir gefällt und was man tragen kann. Keine Ahnung. Hast du ein Lieblingskleidungsstück, was du sagst, das kannst du immer anziehen? Im Sommer habe ich ganz gern so ein grünes Kleid an. Ich trage eigentlich wenig Kleider, aber im Sommer habe ich
doch so in der Kleiderhand hin und wieder, weil es leichter zum An- und Ausziehen geht und weil man nicht so schwitzt. Und da habe ich so ein grün gemustertes Kleid und das habe ich ganz gerne. Gibt es irgendein Kleidungsstück, welches du nie anziehen würdest? Was Gelbes. Gelb geht überhaupt nicht. Ich mag die Farbe Gelb nicht. Aber ich habe auch gelbe Kleidungsstücke. Die habe ich zwar nie an, aber habe auch gelbe Kleidungsstücke. Zum Schluss noch eine Frage: Wo bestellst du am liebsten? Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Bei Shein zum Beispiel oder bei Oase oder nein, nicht Oase. Asus. Oder Oasis. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Asus ist ein Computermarke. ich bestelle halt hauptsächlich günstige Sachen bei Shein oder so. Aber da habe ich jetzt auch schon länger nichts bestellt, weil meine Bestellung immer aus China kommt und das dann ziemlich viel Zoll kostet. Und deswegen habe ich damit aufgehört. Aber sonst bestelle ich eigentlich. Ich schaue lieber eher in Geschäfte und bestelle nicht so gern online. Gut, dann sage ich vielen Dank für den Einblick. Gern. Und noch irgendwas für die Fangemeinde? Sag nicht immer Fangemeinde.